In diesem Video beschäftigen wir uns mit Leuchtdioden, mit LEDs. Die Abkürzung LED steht für Light Emitting Diode, also eine Diode, die Licht abgibt. Ich zeige Ihnen einmal das Schaltzeichen einer LED. Die LED sieht folgendermaßen aus. Das ist das Schaltzeichen. Zwei Pfeilchen zeigen an, dass da Licht abgegeben wird. Und wir haben auf dieser Seite hier die Anode, auf dieser Seite die Kathode. Das heißt, Strom durch die Leuchtdiode wird in diese Richtung fließen. Wir werden schauen, dass wir in etwa 10 mA fließen lassen. Die Gegenrichtung ist die Sperrrichtung, da soll kein Strom fließen. Eine gängige Bauform von LEDs sind runde Plastikkörper mit entweder 5 mm Durchmesser oder 3 mm Durchmesser. Hier haben wir so einen abgebildet und da sieht man auch sehr schön, was es bei der Polung der Leuchtdioden zu berücksichtigen gibt. Meistens ist es dadurch gekennzeichnet, dass wir unterschiedliche Beinchenlängen haben. Die Anode hat ein bisschen ein längeres Beinchen als die Kathode, die ein bisschen kürzer ist. Wenn diese Beinchenlänge nicht mehr zu erkennen ist, weil das Bauteil eingelötet ist oder weil es abgezwickt worden ist, die Beinchen, dann hilft es noch hier oben, sich den Leuchtkörper anzuschauen. Da sieht man den Reflektor. Und der Reflektor ist meistens der Minuspol, also die Kathode. Der Strom fließt von der Anode hier über dieses winzige Golddrähtchen auf den eigentlichen Chip. Ich kann das mal ein bisschen vergrößern. Man kann es erahnen, dass hier der eigentliche LED-Chip liegt, wird über dieses gebondete Golddrähtchen auf der Anodenseite angeschlossen und die Kathode liegt in diesem Becher, der gleichzeitig Reflektor ist und das Licht nach oben wegreflektiert. Das heißt, das Größere, was Sie hier sehen, ist der Minuspol und das kleine Spitze ist der Pluspol, wenn Sie sich eine solche Leuchtdiode anschauen. Schauen wir mal in das Datenblatt dieser Leuchtdiode. Und zwar habe ich hier das Datenblatt von unseren Leuchtdioden. Das gilt für alle drei Farben, bis auf die weiße. Das ist ein anderer Typ. Hier ist es dieses rote, das gelbe und das grüne, was abgedeckt ist. Das sind Leuchtdioden, die schon bei 2 mA eine sinnvolle Lichtabgabe machen, die so ausgewählt sind, dass die Serienstreuung bei 2 mA keine große Rolle mehr spielt, sondern die schön mit 2 mA betrieben werden können in Flussrichtung. Hier ist nochmal eine Zeichnung der Leuchtdiode. Man sieht hier deutlich das längere Beinchen und das kürzere. Das längere Beinchen ist das Beinchen Nummer 1. Das ist die Ansicht von unten auf die Beinchen. Beinchen Nummer 2 ist das kürzere Beinchen. 2 ist Kathode, 1 ist Anode. Sehen wir uns weiter die Daten an. Das wäre die rote LED. Die soll mindestens 0,8 mcd Lichtstrom abgeben. Bei 2 mA, diese 0,8 mcd sind für alle drei farbigen Typen garantiert. Und das, was maximal abgegeben werden kann, sind hier 5 bzw. 3,2 mCa. Hier ist noch der Blickwinkel angegeben. Die Leuchtdiode ist eine Standardleuchtdiode, die von der Seite auch sehr gut eingesehen werden kann. 60 Grad Blickwinkel von links nach rechts über die Mitte. Was wir noch haben im Datenblatt, sind hier elektrische Werte. Das sind zum einen mal Angaben zur Farbe. Die Peak Wavelength ist die Wellenlänge des Lichts, bei der die Intensität am höchsten ist. Das wären für die rote Leuchtdiode 625 Nanometer, für die gelbe Leuchtdiode 590. Unter der Bedingung, dass ein Flussstrom von 2 mA fließt. Hier haben Sie eine Angabe über die Breite, praktisch wie breit diese Lichtverteilung ist, auch bei 2 mA angegeben. Die Kapazität der Leuchtdiode liegt im 10 Picofarad-Bereich. Das ist interessant, wenn Sie die mit einer höheren Frequenz ansteuern wollen. In unserem Fall machen wir das im Wesentlichen mit Gleichstrom, sodass es für uns nicht wichtig ist. Weiter angegeben ist hier die Vorwärtsspannung. Die unterscheidet sich geringfügig zwischen 1,7 und 1,9 Volt typische Werte, maximal 2 bis 2,2 Volt.
Wir gehen bei den Berechnungen immer von den typischen Werten aus. Das müssten Sie berücksichtigen, wenn Sie größere Stückzahl produzieren und Serienstreuungen haben. Die Angaben hier beziehen sich immer auf den Flussstrom von 2 mA. Bei 10 mA Flussstrom oder 20 werden die entsprechend höher sein, das sehen wir aber gleich in der Kennlinie. Wichtig ist noch die Angabe Reverse Current, das ist der Rückwärtsstrom, der fließen kann. Das heißt, wenn die Diode in Sperrrichtung betrieben wird, sollte normalerweise kein Strom mehr fließen. Ein bisschen was fließt trotzdem. Das sind 10 Mikroampere hier typischerweise. Und zwar dann, wenn im Rückwärtsfall in Sperrrichtung eine Spannung von 5 Volt angelegt wird. Dann kommen wir zu einem Bereich, den Sie in jedem Datenblatt finden. Das sind die Absolute Maximum Ratings, bezogen auf 25 Grad Celsius. Ein ganz wichtiger Bereich, da müssen Sie darauf aufpassen, dass Sie wirklich alle Bedingungen, die hier angegeben sind, unbedingt erfüllen. Hier wäre angegeben, die Leuchtdiode kann 105 Milliwatt, egal welche Farbe wir wählen, umsetzen. Das dürfen Sie niemals überschreiten, sonst wird die Leuchtdiode nicht sofort kaputt sein, das ist klar. Aber die Angaben im Datenblatt werden einfach nicht mehr garantiert. Die wird dadurch geschädigt und das muss dann nicht mehr unbedingt stimmen, was im Datenblatt steht. Eine wichtige Angabe hier ist der DC Forward Current, also der Flussstrom, der maximal fließen darf. Bei der roten Leuchtdiode sind das maximal 30 mA, 25 bei der grünen, die gelbe kann auch 30 mA. Typischerweise betreibt man so eine Leuchtdiode mit höchstens 20 mA, das können die eigentlich alle. Die modernen Leuchtdioden sind so hell, dass auch 10 mA völlig ausreichend sind. Da ist noch ein Peak Forward Current angegeben. Das ist der Strom, der maximal in Flussrichtung fließen darf. Und zwar ist hier angegeben, dass bei 1/10 Duty Cycle und 0,1 Millisekunde Pulsweite die Leuchtdiode mit diesem Peak Forward Current von 150 mA bestromt werden darf. Und das machen wir mal kurz in einer kleinen Grafik. Und zwar können Sie sich vorstellen, hier die Zeitachse, zeitlicher Verlauf, muss man ein bisschen verschieben. Hier haben Sie die Stromachse, also der Stromfluss durch die Leuchtdiode. Und dann sagen Sie, okay, alle eine Millisekunde, machen wir hier im Raster von einer Millisekunde, das ist 1, 2, 3, 4 Millisekunden. Dürfen wir einen Peak Forward Current haben von 150 mA. Also wir können hier mit dem Strom hochgehen bis auf 150 mA, müssen aber dann gleich wieder runter nach 0,1 Millisekunden und danach müssen wir 0,9 Millisekunden Pause einhalten. Das da oben wären hier 150 mA im Strom und danach können wir wieder so einen Peak geben. Da unten bleiben wir bei 0 und so weiter. Das heißt, wenn wir in diesem Puls-Pause-Verhältnis die Leuchtdiode betreiben, erzielen wir eine deutlich höhere Helligkeit, weil wir die mit 150 mA betreiben. Für das menschliche Auge ist das dann so, wie wenn sie wirklich sehr hell leuchtet. Und damit die Leuchtdiode nicht überlastet wird, braucht sie die Pause von 0,9 Millisekunden. Machen wir weiter im Datenblatt. Angegeben ist noch eine Rückwärtsspannung, die darf 5 Volt nicht überschreiten. Leuchtdioden sind dazu gebaut, dass sie in Flussrichtung betrieben werden. Sie sperren zwar in Sperrrichtung, aber sobald ein bisschen eine höhere Spannung kommt, brechen sie durch. Dafür sind sie einfach nicht gebaut. Also 5 Volt dürfen in Sperrrichtung anliegen, das hält sie aus, aber mehr eben nicht. Und bei 5 Volt, wir hatten es da oben, fließen schon 10 Mikroampere Strom in Gegenrichtung. Angegeben ist noch die Lagertemperatur, das ist ein Standardindustriewert, minus 40 Grad bis plus 85 Grad. Und die Temperatur, die sie mal kurzzeitig aushält während des Lötprozesses, die LED Soldering Temperature, 260 Grad 5 Sekunden lang.
Weiter im Datenblatt ist angegeben die Spektralverteilung. Wir haben unten die Wellenlänge des Lichts. Das wäre hier unsere High-Efficiency-rote Leuchtdiode. Volle Helligkeit hat sie bei ihrer Peak-Wavelength. Und die Verteilung hier, die Breite, wo sie 0,5, also 50% der Helligkeit hat, ist oben angegeben unter Delta Lambda 1,5. Das ist die Breite in Nanometer für die rote mit 45 Nanometer. Das müsste also praktisch von hier nach hier müssten es genau 45 Nanometer sein. Also können Sie sich die Farbverteilung hier vorstellen von der Leuchtdiode. Und dann haben wir für jede Farbe nochmal 4 Diagramme angegeben. Ganz wichtig hier die Kennlinie. Das heißt, da sehen Sie bei 2 mA Flussstrom, das ist der Flussstrom in mA, hier ist angegeben die Vorwärtsspannung, die über die Leuchtdiode abfällt. Allerdings achten Sie darauf, das geht hier nicht bei 0 Volt los, sondern das geht bei 1,7 Volt schon los und geht hier bis 2,2 Volt. Bei 2 mA, da haben wir 1,7 Volt Flussspannung. Bei 10 mA sind es 2 Volt Flussspannung. Bei 20 mA, okay, da ist hier ein kleiner Fehler in dem Diagramm. Das müssten hier eigentlich 2,15. Hier ist 2,1 und da müsste es sein 2,2. Also bei 20 mA haben wir 2,1 Volt, ein bisschen mehr, 2,11 oder so. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Flussspannung und Flussstrom ist hier in der Vorwärtskennlinie zu finden. Wir haben hier nochmal die Begrenzung, die 30 mA aus den Absolute Maximum Ratings, Sie erinnern sich vielleicht. Die gilt nur bis zu einer Temperatur von, ja, hier so um die 28 Grad Celsius. Und danach müssen Sie unbedingt reduzieren. Sobald das Ding irgendwo bei 85 Grad Celsius ist oder bei um die 80 rum, dürfen Sie maximal mehr 10 mA durch die Leuchtdiode fließen lassen. Also unbedingt darauf achten, wenn Sie tatsächlich eine Schaltung entwickeln, dass Sie auch solche Sachen berücksichtigen und niemals an die Grenze der Absolute Maximum Ratings rangehen, sondern immer deutlich drunter bleiben, damit Sie auch den Temperaturbereich noch überleben, ohne die Leuchtdiode zu schädigen. In dem unteren Diagramm haben wir den Zusammenhang zwischen Vorwärtsstrom, also Flussstrom, und Helligkeit, das ist so in etwa linear, das heißt, je mehr Strom durch die Leuchtdiode fließt, umso heller wird sie auch leuchten. Das geht bei 2 mA los und geht hier rauf bis 20 mA angegeben, die Helligkeit. Wenn wir es mit 10 mA betreiben, dann sind wir im mittleren Bereich in etwa. Und rechts haben Sie noch ein Diagramm, da geht es um die Blickrichtungsabhängigkeit, das heißt, wenn Sie direkt senkrecht von oben auf die Leuchtdiode schauen, dann haben Sie hier 100%, Faktor 1,0 an Helligkeit. Wenn Sie mit 30 Grad schauen, dann haben Sie, können wir der Linie folgen, 0,5, also 50% Helligkeit. Deswegen ist die Leuchtdiode vom Blickwinkel mit 60 Grad angegeben. Da ist gemeint 30 Grad in die eine Richtung und 30 Grad in die andere Richtung. Und dann haben Sie praktisch den Blickwinkel bis zu einer Helligkeit von 50%. Also praktisch den Blickwinkel abgedeckt, innerhalb dessen die Helligkeit der Leuchtdiode größer als 50% ist. Und wenn Sie von der Seite schauen, sehen Sie, dann nimmt das ab. Bei 90 Grad sehen Sie quasi nichts mehr von der Leuchtdiode. Und nach hinten in die andere Richtung sowieso nichts, weil der Reflektor leuchtet ja nach oben raus. Wie werden wir eine solche Leuchtdiode jetzt betreiben? Wenn Sie im Datenblatt die Spannungsstromkennlinie ansehen, dann sehen Sie recht schnell, wenn Sie mit den 5 Volt, die wir auf unserem Arduino-Board haben, die Leuchtdiode betreiben würden, sind Sie weit über dem erlaubten Bereich hinaus. Der geht hier bis 2,2 Volt und dann sind Sie schon sehr an der Grenze dessen, was die Leuchtdiode eigentlich kann. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Spannung reduziert wird und das macht man klassischerweise mit einem Vorwiderstand. Die Schaltung wird folgendermaßen aussehen. Wir haben hier oben unsere plus 5 Volt. Wir haben unten die Linie mit den 0 Volt und wir werden
die Leuchtdiode hier in Flussrichtung betreiben und einen Widerstand davor schalten. Eins muss klar sein, der Strom durch die Leuchtdiode muss ungefähr 10 mA betragen. Das ist so der Richtwert. Die Spannung über die Leuchtdiode bei, ich nenne es mal UD, bei 10 mA können wir aus dem Datenblatt entnehmen, aus der Kurve, und die wird in etwa bei 2 Volt sein. Das heißt, wenn wir 5 Volt haben hier oben, werden die restlichen 3 Volt über den Widerstand abfallen müssen. Der Strom über den Widerstand ist bekannt, das sind in dem Fall ja auch 10 mA. Also rechnen wir R gleich U durch I, also gleich 3 Volt durch 10 mA, und das sind dann in etwa 300 Ohm. RV nennt man den auch ganz gerne, weil das der Vorwiderstand ist. In unserem Kasten haben wir Widerstände von 150 Ohm für diesen Zweck eingelegt. Da wird der Strom dann eher in Richtung 20 mA gehen. Das schadet aber immer noch nicht. Die Leuchtdiode wird schön leuchten, Sie werden sie deutlich sehen. Und Temperaturen haben wir ja nicht, die deutlich über 30 Grad hinausgehen. Wenn Sie mehrere Leuchtdioden betreiben, sollten Sie darauf achten, dass Sie jeder Leuchtdiode ihren eigenen Widerstand gönnen. Das heißt, hier habe ich eine Leuchtdiode mit ihrem eigenen Widerstand. Die nächste Leuchtdiode bekommt hier auch ihren eigenen Widerstand. Nur dann ist gewährleistet, dass auch die Leuchtdiode bei unterschiedlichen Temperaturen, die auftreten können, immer den gleichen Strom bekommen. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einmal zeigen, was passiert, wenn so eine Leuchtdiode tatsächlich ohne Vorwiderstand betrieben wird. Dazu habe ich Ihnen zwei zugegeben etwas ältere Kandidaten ausgesucht, von denen eine der beiden das Ende dieses Videos leider nicht erleben wird. Ich baue Ihnen diese Schaltung einmal auf dem Steckbrett, und zwar haben wir hier zwei Widerstände und wir nehmen unsere 150 Ohm, sodass, und ich versorge die Spannung mit 5 Volt, allerdings nicht aus dem USB-Anschluss, das war mir dann doch zu gefährlich, sondern das Netzteil, ich habe ein Netzteil verwendet und das Netzteil kann bis zu 1,5 Ampere. Aber so viel ist gar nicht geflossen. Was wir machen werden, wir werden die beiden Leuchtdioden zunächst einmal leuchten lassen und danach werde ich hergehen und werde den einen Widerstand mit einer Drahtbrücke einfach kurz schließen, sodass er gar nicht mehr wirkungsvoll ist, sondern direkt 5 Volt an der Leuchtdiode anliegen. Die aufgebaute Schaltung sieht dann folgendermaßen aus. Sie sehen links und rechts die Vorwiderstände mit 150 Ohm. Sie sehen die beiden Leuchtdioden. Der Pluspol ist außen, der Minuspol ist gemeinsam in der Mitte und wird über diesen Draht nach hinten geführt. Die Versorgung geht hier von vorne von dieser Versorgungsleitung. Hier sehen Sie, was passiert, wenn wir den Widerstand kurz schließen. Noch sind beide Leuchtdioden gleich hell, der Strom ist bei 33 mA. Sobald wir kurz schließen, steigt der Strom schlagartig auf über 300 mA, sinkt dann ab, weil die Leuchtdiode warm wird. Und wenn Sie ein bisschen schauen, sehen Sie auch, wie die Helligkeit der Leuchtdiode schon langsam nachlässt. Die Leuchtdiode wird durch diesen zu hohen Strom jetzt geschädigt. Und wenn wir die Brücke wieder wegnehmen, sieht man sehr deutlich, dass die Leuchtdiode wesentlich dunkler ist, trotz gleichen Vorwiderstands, trotz 34 mA oder 33, wie wir vorher hatten. Sie ist einfach nicht mehr die, die sie immer war. Also achten Sie darauf, dass Sie den Vorwiderstand immer schön vor Ihre Leuchtdiode setzen, damit die Leuchtdioden ihre Helligkeit behalten.